Hallo, liebe Deutschlerne. Heute habe ich ein sehr lustiges Wort für euch. Wenn du etwas Schlechtes isst, ja, du isst etwas, was nicht so gut für deinen Magen ist, ja, oder du isst Bohnen, ja, oder Chili. Ja, und dein Magen tut weh. Ja, dein Magen tut weh. Denkst dir, oh, das tut so weh. Oh, ich muss schnell auf Toilette. Ich muss schnell auf Toilette. Und dann gehst du auf die Toilette. Ja. Achtung, Achtung, jetzt wird es ein bisschen ekelig. Okay, es wird ein bisschen ekelig. Okay? Du gehst auf die Toilette und alles kommt raus. Ganz schnell. Ja, ganz schnell. Und wie nennt man diese Sache auf Deutsch? Ja? Wie ist die deutsche Vokabel? Durchfall. Durchfall. Verstehst du? Es fällt durch. Es fällt durch. Ja? Falls du die Vokabel nicht verstanden hast, auf Englisch sagt man Diarrhea. Okay? Und Diarrhea auf Deutsch ist Durchfall. Das Durchfall. Es fällt. Ich meine, selber, die deutsche Sprache ist sehr wörtlich. Ja? Die Wörter heißen meist genau das, was es ist. Ja? Ein Ding. Ein Ding, was fliegt. Wie nennen wir das? Ein Flugzeug. Ja? Ein Haus, wo kranke Menschen hinkommen. Ah, ein Krankenhaus. Ja? Und wie nennen wir das, wenn wir sehr doll scheißen müssen und es einfach nur fällt? Oh, wir sagen einfach Durchfall. Oh mein Gott, oh mein Gott, ja, das ist die deutsche Sprache. Ich hoffe, du fandest dieses Video unterhaltsam. Ich fand es auf jeden Fall sehr unterhaltsam, dieses Video für dich zu machen. Vielen Dank für deine Spende, authenticgermanlearning.com. Spenden, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.